Cannabis soll legalisiert werden in Deutschland. Das hat die künftige deutsche Regierung vor. In Österreich ist man noch nicht so weit. Die kontrollierte Abgabe von Cannabis, das steht im Koalitionsvertrag, den Deutschlands kommende Ampelkoalition heute vorgestellt hat. In Österreich ist das illegal, wobei die gesetzliche Regelung in Teilen recht unscharf ist. Entspannung, medizinische Wirksamkeit, Spaß. Cannabis zählt zu den umstrittenen illegalen Rauschmitteln. Mit 31.000 Anzeigen sorgte Cannabis 2019 für den größten Anteil an Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz. In diesem Gesetz ist genau geregelt, wie Cannabis in Österreich genutzt werden darf. Eigentlich gar nicht, aber irgendwie doch. Der Anbau, der Besitz und der Verkauf von Cannabis sind verboten, genauso wie der Erwerb, die Verarbeitung, das Weitergeben, die Ein-, Aus- und Durchfuhr. Verstöße werden mit Geldstrafen oder Haft bestraft, von 6 Monaten bis zu 3 Jahren. Der Konsum von Gras ist in dieser Liste nicht angeführt, dafür muss man es aber eigentlich vorher auch besessen haben. Da sieht das mit der Legalität also auch schon wieder ganz anders aus. Und noch 2 Abers gibt es. Erstens darf Cannabis zu medizinischen oder wissenschaftlichen Zwecken angebaut werden, und zwar von der AGES, der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Und zweitens geht es bei diesen Regelungen um den berauschenden Bestandteil des Cannabis, THC. Enthält eine Marihuana-Pflanze kein THC, darf sie ver- oder gekauft werden, also Gras als reine Zierpflanze. Cannabis ist in Österreich immer wieder politisch mal ein Thema. Als positive Beispiele werden da oft 3 Länder genannt, die USA, Kanada und Portugal. In den sogenannten Legal States in den USA, also Staaten mit legalem Cannabis, sei laut einer Studie die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teenie regelmäßig Gras raucht, um 9% gesunken. In Kanada sieht das ähnlich aus. Trotz der Cannabis-Legalisierung hat die Anzahl der Graskonsumierenden nicht zugenommen, die Steuereinnahmen durch das legale Cannabis-Geschäft aber schon. Durch die Legalisierung gibt es auch weniger Straftaten, der Schwarzmarkt existiert aber weiterhin. Eine Ernüchterung für die legale Cannabiszucht. In Portugal wurde schon 2001 eine ganz eigene Drogenpolitik eingeführt. Drogen wie Cannabis, Ecstasy oder Heroin werden nur noch als Ordnungswidrigkeit angesehen. Deswegen sind Drogenabhängige keine Kriminellen mehr, sondern Kranke. Ihnen steht professionelle Hilfe zu. Der Effekt? Polizei und Justiz können sich um die ganz großen Drogendealer kümmern. Bei uns geht's jetzt weiter mit der Doc 1. Hanno Settele begrüßt zur Wahlfahrt 21 zur garantiert nicht manipulierten Meinungsumfrage. Spannenden Fernsehabend damit und bis morgen.